Zwönitzer Bundspeicher, ein Begriff, den man sich merken kann. Er steht für ein modernes Gründer- und Innovationszentrum im Erzgebirge und gleichfalls für Innovation und Machergeist im ländlichen Raum. Die umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten des Gebäudes werden in den kommenden Monaten abgeschlossen. Wie anlässlich der Unterzeichnung des ersten Mietvertrages am 22. April zu erfahren war, ist das Interesse von potenziellen Mietern groß. Mit dem Objekt werden in und für Zwönitz neue Perspektiven eröffnet. Und mit den Mietern, die jetzt einziehen, mit den super Projekten, die wir selbst auch beisteuern, denke ich, dass wir ganz tolle Arbeitsbedingungen hier schaffen und wir junge Leute wieder gewinnen, die nach Zwönitz wieder zurückkehren. Erster Mieter im Bundspeicher ist die Zwönitzer Firma Erzberger. Jens Kriegel, Inhaber und Erzgebirger aus Leidenschaft, und sein Sohn Niklas beschäftigen sich mit Verpackungssystemen und Holzkunst. Räuchermänner, auch mit Bezug zur Heimatstadt, waren bei der Vertragsunterzeichnung schon im Haus. Immerhin wurde an diesem Tag Regionalgeschichte geschrieben. Ja, das ist was Besonderes für uns und wir sind da unwahrscheinlich glücklich und auch stolz darauf, dass wir hier die ersten wieder sein dürfen. Wir werden noch ausführlich über das Ereignis berichten.